Dies ist eine lineare und homogene Differentialgleichung und was wir suchen, ist die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Die allgemeine Form einer linearen homogenen Differentialgleichung, jetzt bitte nicht erschrecken, diese allgemeine Form sieht so aus. Es ist eine Konstante cn mal die n-te Ableitung dieser Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine Konstante cn-1 mal die n-1-te Ableitung der Funktion y gegenüber der Variablen x und so weiter bis eine Konstante c2 mal die zweite Ableitung der Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine Konstante c1 mal die erste Ableitung der Funktion y gegenüber der Variablen x plus eine Konstante c0 mal die nullte Ableitung von y gegenüber der Variablen x, also y gleich 0. Wegen dieser 0 sagt man, die Gleichung sei homogen und wegen dieser Form sagt man, die Gleichung sei linear. Diese Gleichung schreiben wir zuerst in diese Form um, das heißt anhand dieser Differentialgleichung schreiben wir diese sogenannte charakteristische Gleichung in z. Wir schreiben cn mal z hoch n wegen der n-ten Ableitung plus cn-1 kommt von da mal z hoch n-1 diese Hochzahl wegen der n-1-ten Ableitung und so weiter bis plus c2 kommt von da, mal z hoch 2 wegen der zweiten Ableitung, plus c1 kommt von da, mal z hoch 1 wegen der ersten Ableitung, plus c0 gleich 0. Von dieser charakteristischen Gleichung suchen wir zuerst alle verschiedenen komplexen Nullstellen. Hier werden also komplexe Zahlen benutzt. Nehmen wir an, diese komplexen Nullstellen heißen a1, a2 bis ap. Dann nennt man die jeweilige Vielfältigkeiten dieser Nullstellen m1, m2, mp. Und anhand dieser Überlegungen kann man dann sofort die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung aufschreiben, und zwar wie folgt. Y von x ist ein Polynom m1 minus 1. Grades in x mal e hoch diese Nullstelle a1 mal x plus ein Polynom m2 minus 1. Grades in x mal e hoch diese Lösung a2 mal x plus und immer so weiter bis zur letzten Nullstelle ein Polynom mp minus 1. Grades in x mal e hoch diese Nullstelle mal x. Das hier sieht sehr kompliziert aus, ist aber in der Praxis ziemlich einfach. Wir werden das sehen anhand dieses Beispiels. Das ist so eine lineare homogene Differentialgleichung. Also schreiben wir anhand dieser Gleichung zuerst die charakteristische Gleichung. Hier ist das also z hoch 2 minus 1 gleich 0. Diese Gleichung können wir noch in diese Form schreiben. Es ist z minus 1 hoch 1 mal z plus 1 hoch 1 gleich 0. Hier erkennen wir die erste Lösung 1 mit Vielfältigkeit 1 und hier erkennen wir die zweite Lösung minus 1 mit Vielfältigkeit 1. Also a1 ist 1, m1 ist auch 1, die zweite Nullstelle a2 ist minus 1 und ihre Vielfältigkeit m2 ist 1. Somit können wir also die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung aufschreiben. Zuerst schreiben wir ein Polynom m1 minus 1. Grades
also ein Polynom mit Grad 1 minus 1, das heißt 0, ein Polynom mit Grad 0, das ist eine Konstante, mal e hoch die Nullstelle mal x, also schreiben wir zuerst eine Konstante, nennen wir sie c1, mal e hoch diese Nullstelle 1 mal x, plus, jetzt für die zweite Nullstelle, die Nullstelle ist minus 1, ihre Vielfältigkeit ist 1, also schreiben wir zuerst ein allgemeines Polynom mit Grad 1 minus 1. Und das ist ein Polynom nullten Grades, das heißt eine konstante Zahl. Die wir dann noch, laut dieser Formel, multiplizieren mit e hoch diese Nullstelle mal x, also e hoch minus 1 mal x. Und somit haben wir die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung gefunden.